Hallo liebe Pendler, ich bin die Lucida und freue mich, dass ihr hier wieder vorbeischaut, wenn wir weiterspielen mit Overcrowd. Das hier ist der letzte Bahnhof, für den wir gestern aufgehört haben. Der ist eigentlich schon ausgezeichnet worden, das heißt, wir können in der Karte weitermachen, also können zum nächsten Bahnhof weiter wechseln oder wieder von vorne anfangen im Prinzip. Ich habe eigentlich gestern gesagt, dass wir das auch machen, auf der Karte den nächsten Bahnhof spielen, aber ich habe jetzt gerade gesehen, nachdem wir ausgezeichnet worden sind, können wir jetzt hier auch mehr Beschaffung, wie kann man das, Belohnungen freischalten. Hier steht, verdiene 13 mehr Anleihen, um freizuschalten. Gestern stand dann da noch, ist in dieser Zone nicht verfügbar. Also wir können hier wohl theoretisch auch weitermachen. Und es gibt hier auch noch einiges zu holen. Wir haben hier zum Beispiel noch dieses zweite Gleis, das wir noch gar nicht genutzt haben. Theoretisch können wir das jetzt nutzen, verdiene 13 mehr Anleihen, um freizuschalten. Also ich denke, das würden wir hinbekommen. Deswegen überlege ich gerade, ob wir nicht doch einfach hier weitermachen wollen. Es steht ja hier eigentlich alles schon ganz gut. Da müssen wir allerdings auch gerade unsere Mitarbeiter wieder in Dienst stellen. Die sind gerade, wo auch immer, in der Pause oder sowas. Sie sind jedenfalls gerade nicht hier. Weil ich die Karte hier eben erst wieder aufgemacht habe, sind die jetzt eben gerade nicht, stehen hier einfach nicht rum. Die holen wir uns jetzt gerade einfach zurück, dann sind sie wieder da. Mit auch den gleichen Prioritäten und allem, was eben dazugehört. Genau. Dann sollen die noch ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, die kriegen das noch hin, bevor die Pendlerströme wieder loslegen. Hier gibt es auch einiges zu tun. Mülleimer sind fast voll. Die Generatoren müssen aufgetankt werden. Oh, Leute, macht hin. Nicht ausruhen. Bist du doof? Och, man fühlt sich müde. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Ich glaube, wir stellen einfach gerade noch einen ein. Nein. Oh, Mist, geht nicht. Na gut, dann müssen wir abwarten und hoffen, dass der das noch hinbekommt. Pause, ey. Das ist unfassbar, sowas. So. Generatoren laufen wieder. Ausgezeichnet. Nachteinbruch. Okay, um 7 Uhr geht's los. Mach schneller, du schaffst das. Okay, dann gucken wir mal, was wir uns dann als nächstes so leisten wollen würden. Vielleicht einen größeren Zug. Oh, da geht's los. Gut, also alles wieder voll, alles wieder gut. Wir können auch zwei Leute einstellen, glaube ich. Ich glaube fast, dass wir das gleich machen wollen. Nehmen wir mal den Jack. Der kostet nicht ganz so viel wie der Riley. Na komm her. Der darf sich gerne ein bisschen beteiligen. Ah, holen wir auch gleich schon mal den nächsten Zug. Schadet nicht, wenn der schon mal rechtzeitig kommt. Rush Hour. Geht los. Oh, Schreck. Achso, Mills, mein Freund. Du musst ja auch noch was machen können. Okay, im Moment kann er noch gar nicht so viel machen. Es gibt gar nicht weitere Werkzeuge, aber ich glaube, die kriegen wir relativ schnell. Ich würde sagen, dass er deswegen sich einfach beteiligen soll bei dem, was es eh schon gibt. Keine Ahnung, es ist eigentlich gerade relativ gut verteilt alles. Wir können ihm, also es gibt schon überall Priorität 1. Hier könnte man vielleicht könnte man sowas hier machen lassen. Menschen, ja, er kennt sich gut mit Menschen aus. Dann ist er für sowas wirklich gut geeignet. Und ja, als dritte Priorität. Ja, und der Rest. Rest werden wir einfach sehen. Und ja. Ich glaube, den Rest lassen wir einfach mal so. Was anderes soll er mal im Moment noch nicht machen. Der ist aber jetzt erstmal gerade neu da und den setzen wir ein, sobald was Neues kommt. Ah, Geld bekommen wegen Ruf. Sehr gut. Ach, der Bennett, wo ist der Bennett? Nein, was machst du denn da? Irgendwie haben die ihre Wahrnehmungsbereiche so ein bisschen verloren, glaube ich. Gut, mehr Werkzeuge benötigt. Kanister. Oh, okay, das muss gemacht werden. Also Werkzeug haben wir hier. Gut, stellen wir da noch einen Kanister hin, damit die da auch mitarbeiten können. Ausgeruht. Na, das ist doch schön. Okay, wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Dann gucke ich gerade mal, ob wir hier den Bahnhof noch ein bisschen verlängern können. Oder vielleicht hier an dieser Stelle. Bahnsteig 1. Ich weiß jetzt nicht, ob hier überhaupt ein größerer Zug hinpasst, aber theoretisch müsste das eigentlich schon gehen. Guck mal hier. Züge rufen, Bahnsteig 1. Waggons 2. Wert erhöhen. Geschwindigkeit, Kapazität. Na gut, wir werden sehen. Sobald wir drei Waggons haben können, theoretisch werden wir sehen, ob das passt. Oh, Kraftstoff ist jetzt schon leer.
Okay, was uns jetzt im Moment auch noch fehlt, ist ein Kontrollraum. Den haben wir jetzt noch gar nicht. Wo ist es hier? Kontrollraum. Da können wir einstellen, dass wir den Zug leichter rufen können. Die auch nicht, ob der in der Nähe sein muss. Ich glaube, wir stellen den einfach mal hier hin. Oder gibt es hier irgendwo noch einen Eingang? Keine Ahnung. Theoretisch gibt es hier noch irgendwie einen Eingang. Na, egal. Wir brauchen auch nicht unbedingt einen Eingang. Wir machen einfach mal den Kontrollraum hier hin. So. Okay, hier stehen Leute und werfen Zeug auf den Boden. Was macht ihr da, ihr Trottel? Braucht mehr Kraftstoff, um das aufzuladen. Ist klar. Ich glaube, das können wir ihm noch gönnen. Okay. So, Zug kann kommen. Bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ist nicht überfüllt oder sowas. Der Ruf steigt. Wow. Tolle Sache. Es läuft. Was ist mit den Anleihen? Ich will mehr davon. Der grüne Balken zeigt an, wie viele Pendler du noch abfertigen musst, um eine zu bekommen. Der blaue Balken zeigt an, wie viele Anleihen in diesem Bahnhof verbleiben. Okay, also wir können ja noch richtig viele Anleihen bekommen und es dauert wohl noch ein bisschen was. Aber nicht so viel. Wir sind bei 178 und sollen 190 abfertigen. Und dann bekommen wir neue Anleihen. Ausgezeichnet. Also lange dauert es nicht mehr. Was wollten wir mit den nächsten Anleihen machen? Also erstmal vielleicht so einen längeren Wagen kaufen. Ach, der kann nur zwei Werkzeuge tragen. Okay, das hat man bei dem... Man kann das hier, glaube ich, sehen. Stärke. Leg fest, wie viele Werkzeuge der Mitarbeiter mitnehmen kann. Okay, also der hat wohl nicht so eine gute Stärke. Der kann bloß zwei tragen. Na gut. Schwächling. Okay, mehr Gießkannen benötigt. Wir haben da schon zwei Gießkannen. Ne, wir haben nur eine Gießkanne. Okay, na gut, da gibt es eben noch eine Gießkanne. Ja, ich fürchte fast, dieser Raum könnte ein bisschen klein werden. Nein, der Raum ist so klein. Na gut, wir werden sehen. Ich glaube, das kann mit der Zeit doch echt kompliziert werden, wenn wir das hier über mehrere Ebenen verteilen. Na gut, also das Geld fließt ja rein, das ist doch schön. 10 Pfund, 10 Pfund, 10 Pfund, schön. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht ein paar Plakate aufhängen sollen, damit wir mehr Zeitungen verkaufen. Das stand irgendwo im Ladebildschirm. Ist einfach, gilt als Werbung und Werbung ist immer gut. Natürlich. So, rufen wir den Zug. Komm. Rush Hour. Okay, dann müsste das eigentlich schnell gehen hier mit den Anleihen. Ah, wir haben zwei neue Anleihen bekommen. Gucken wir uns jetzt mal hier an, wie das da aussieht. Verdiene 9 mehr Anleihen. Rücks. 9 Stück noch. Ist natürlich viel. Ich überlege, ob wir hier nicht in andere Sachen noch ein bisschen investieren sollen. Okay, das können wir noch nicht. Sofa geht nicht, geht nicht. Achso, das würde gehen. Fernseher. Näh. Näh. Aber vielleicht können wir hier so ein bisschen was. Ugh, geht's auch nicht. Verfügbar in der nächsten Zone. Geldautomat ginge aber. 9 mehr. Okay, anscheinend ist es... Ach so, okay. Anscheinend müssen wir überall erstmal 9 mehr bekommen. Da kommst du. Ah gut, das geht ja relativ schnell. So viel müssen wir da gar nicht immer machen. Oh, aber es wird ganz schön voll jetzt gerade. Hilfe. Oh mein Gott. Okay, vielleicht ist dadurch... Also der Raum ist echt blöd geworden, wirklich. Ich glaube, wir... Den zu erweitern ist wirklich nicht so einfach, fürchte ich. Oder vielleicht... Geht das nicht vielleicht doch irgendwie... Das ist der Werkzeugraum. Können wir den nicht irgendwie... Nein, das geht nicht. Also wir können ihn leider nicht erweitern, fürchte ich. Nee, geht nicht. Also theoretisch müsste ich den verkaufen und neu aufbauen, um ihn einfach zu vergrößern. Und das wäre eigentlich notwendig, um da mehr
Werkzeuge reinzumachen. Oh mein Gott, es ist hier viel. Also Megafon wäre vielleicht nicht schlecht. Da passt halt echt nicht mehr viel rein. Ach, das ist doch Platzverschwendung, echt. Ein einziges Teil passt da noch rein. Oder wir bauen einfach einen zweiten auf. Ist ja kein Problem, dann haben wir halt zwei Werkzeugräume. Das könnten wir eigentlich machen. Geld haben wir ja. Dann vergrößern wir den Laden einfach ein bisschen hier. Bis hier. So, sehr gut. Werkzeugraum. Genau. So. Ach, vielleicht hätte ich ihn gleich richtig groß machen sollen. Ah, kommst du jetzt? Komm, ah, los, auf geht's, auf. Ja, den verkaufen wir jetzt nochmal, der ist mir jetzt dann doch zu klein geworden. Infrastruktur. Ach, das war's schon. Das war jetzt gar nicht so schwierig. 200 haben wir geschafft. Na gut. Okay. Mist, das war nix. Hauswirtschaft, Werkzeugraum. So, ich glaube, die Größe brauchen wir. Ausgezeichnet. Okay, da ist jetzt hier ein bisschen weniger Platz. Das hier setzen wir auch woanders hin. Kann nicht bewegt werden. Achso, muss erst gewässert werden. Och, ärgerlich. Okay, was war jetzt hier alles, was die noch brauchen? Wir gucken mal. Ja gut, für die nächste Schicht können wir dann da jedenfalls alles reinbauen. Gucken wir eben in die Berichte, über was sie sich am meisten geärgert haben. Ach, sie haben sich am meisten über die Pflanze gefreut. Ist ja schön. Sie waren trübsinnig und es war überfüllt. Okay, na gut. Haben wir hier überhaupt Bänke hingestellt? Gucken wir uns das mal an von dieser Seite. Oh Gott, ich verliere. Ah ja, okay, das ist jetzt die Seite, die ich sehen wollte. Hier könnten wir ruhig noch ein paar Bänke hinstellen, denke ich. Und hier vielleicht noch eine Pflanze. Irgendwie fehlen die komplett hier. Ja. Okay, eine weitere Bank können wir da noch hinpacken. Mülleimer vielleicht auch noch. Ach, wobei, hier stehen schon zwei. Ich denke, das müsste eigentlich okay sein. Gut. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke, wir können gleich weitermachen. Die haben nichts mehr zu tun hier. Braucht mehr Kraftstoff. Braucht dringend noch irgendwas. Ein Müllpicker wäre vielleicht nicht schlecht. Wobei, das sieht eigentlich ganz aufgeräumt aus hier. Okay, also machen wir weiter. Irgendwie blöd, diese Anzeige hier. Die ist, glaube ich, neu. Ich kann schlecht erkennen, wie es da aussieht. Gut, neue Bewerber bekommen. Ausgezeichnet. Ja, was ist hier los? Wollt ihr das mal gießen? Ach, er macht jetzt. Wieso hast du das nicht in der Nacht gemacht, du Trottel? Du bist ein Heini, echt. Oh, er ist ein Level aufgestiegen. Was heißt denn das? Boah, das ist meine Wahrnehmung, hey. Der sieht wirklich alles. Cooler Typ. Was können wir jetzt da machen, dass der ein Level-Up hatte? Ist der jetzt besser geworden, oder? Schwellenwerte. Oh Gott, keine Ahnung. Das gucken wir uns irgendwann anders an. Huch. Ruf liegt bei 100%. Ja, natürlich. Das haben wir super gemacht. Wenn das nicht ein toller Bahnhof ist. Oh, unser neuer Mitarbeiter. Hat der auch eine Pause eingerichtet? Nee. Der arbeitet sich zu Tode, der arme Kerl. Ja, ab in die Pause. Jetzt will er wieder nicht. Oh mein Gott. Ah, jetzt sehe ich, die bekommen Erfahrungspunkte, wenn die hier irgendwas machen. Wo ist unser Milz hin? Ach, macht Pause, okay. Gut. Ein Werkzeugkasten wird benötigt. Ja, dafür sorgen wir doch gerne hier.
So, wunderbar. Gibt alles. Das ist ein Gekaue und Glucker hier. Ah, ja, richtig, unser Kontrollraum. Gucken wir mal eben. Da gab es hier unter Infrastruktur, glaube ich, Betriebsmittel. Da gibt es ein paar interessante Geschichten. Signalrelay. Kostet eine Anleihe, oder? Ach komm, machen wir erstmal das so. Ich spare ja eigentlich auf den nächsten Zug, also. Erreiche Transitziele für alle möglichen Eingänge. Ah, zwei neue Anleihen. Ausgezeichnet. Ich glaube, mir gefällt immer noch nicht, dass es hier so überfüllt ist. Aber ich finde, eigentlich geht's. Husten. Die husten alle. Warum husten die denn? Schöne kleine Pflanze. Na gut, also scheint, glaube ich, allen ganz gut zu gehen. Der Ruf ist auf 100%, das sagt schon was. Boah, das Geld. Geld. Ich kann mich gar nicht retten vor lauter Geld, habe ich das Gefühl. Ja, ihr wartet jetzt hier doof. Vielleicht stellen wir da noch ein paar Bänke hin. Warum auch immer die hier warten wollen, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber gut. Hier. Na gut. Unbequeme Bank. Sehr gerne. Also, hier ist ja schon das nächste Gleis, deswegen wollen wir das schlecht in diese Richtung da machen. Na gut, lass das erstmal so. Okay. Ja, läuft doch gut. Mehr Werkzeug benötigt. Ein Megafon. Was meinen die alle mit dem Megafon? Ah, okay. Verirrte Kunden unterstützt. Okay, also gut, da kaufe ich noch ein Megafon. Oh, jetzt wird der Strom knapp. Oder? Nee, sah eigentlich gut aus. Sah nur kurz danach aus. Mann, ist da was los hier. Okay, wir gucken hier nochmal rein. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ah, sind Ticket-Dings da verschoben. Oh. Oh mein Gott, da ist so viel los hier. Rush Hour vorbei. Na gut, okay. Aufzug. Treppe. Okay, noch drei Anleihen, dann können wir hier weitermachen. Ich glaube, das wäre wirklich wichtig, dass wir einen neuen Zug bekommen, falls der da reinpasst. Ich hoffe es mal. Ansonsten würde ich hier einfach ein bisschen erweitern. Gucken wir doch einfach mal, ob das hier geht jetzt. So. Nee, nicht so einfach. Keine Ahnung, ob das im Nachhinein noch vergrößern kann. Ja, wir werden sehen. Theoretisch ist jedenfalls auf Platz, würde ich sagen. Okay, dann können wir das auch wieder rückgängig machen hier. Weg damit. So. Boah, ist ein Gewusel im Gange hier. Oh mein Gott.
Ja, wenn es aus der Entfernung anguckt oder eher aus der Nähe, dann ist es wirklich wie so ein Suchspiel. Finde den Apfel. Okay, mehr Rollcontainer benötigt. Der ist voll. Dafür können wir sorgen. Also ich weiß noch nicht ganz, wie das, was es bedeutet, hier abgefertigt. Bedeutet in den Zug reingestiegen und dann wieder oder hier rausgegangen, denke ich mal. Weiß es nicht. Oh Gott, es ist so viel los. Aber gleich ist die Schicht wieder vorbei. Zu dritt kriegen wir es aber, glaube ich, ganz gut hin hier. Unsere wackeren Mitarbeiter hier. Oh komm, einen Zug wollen wir noch schaffen. Achso, ich wollte auch die Pflanze hier mal verschieben. Oh. Man sieht, es steht hier vielleicht so ein bisschen im Weg. Ich glaube, wir machen das mal anders. Jetzt haben wir genau die Zeit dafür, das alles umzubauen. Mal so ein bisschen hier hin. Ach, das geht nicht. Okay. Jetzt sind wir zu dicht dran. Machen wir es lieber so. Oh, okay. Überfüllt. Ja gut, also sieht doch eigentlich insgesamt ganz gut aus, glaube ich. Pendler. Aha, das weiß ich nicht. Da ist jedenfalls nicht. Ach, ausgeraubt. Oh Schreck. Magen-Darm-Grippe. Hitzschlag. Ohnmächtig. Oh Gott, okay. Interessant. Tickets 1, Tickets 2. Ruf minus 5. Ist wahrscheinlich zu teuer. Boah, das hat ja auch richtigen Gewinn gemacht hier. Jedenfalls deutlich mehr als die Zeitung. Ah! Also die Zeitung 3 hier. Etage 0. Keine Ahnung, wo die genau ist, aber müssen wir vielleicht finden, mal sehen. Zeitung 3 macht jedenfalls deutlich mehr Gewinn als diese, als die beiden anderen Zeitungen. Hat aber auch keinen guten Ruf. Aha. Verkäufe 19. Okay, wir müssen rausfinden, wo Zeitung 3 steht. Zeitungsstand. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wird leider, glaube ich, nicht angezeigt. Leider, leider. Könnte sein, dass es der hier ist, weil da so viele Leute immer daneben stehen. Vielleicht kann man hier noch einen hinstellen. Verschieben wir den einfach ein bisschen. Ja, stellen wir den einfach mal dahin und gucken mal, was passiert. Ah, oh, kein Platz. Okay. Also, hier war ich noch dran. Ja, wunderbar. Der hier soll direkt auf das Plakat gucken. Kommt ja Lust auf eine Zeitung. So. Also, die kann jetzt nicht bewegt werden, weil sie nicht gegossen ist. Na gut, okay. Lass uns, egal. Macht die immer weiter. Ich glaube, die sind schon fertig. Braucht mehr Kraftstoff. Ach, du Schreck. Die trinken aber auch eh. Das gibt's ja nicht, diese Generatoren hier. Ja, ich habe gerade noch gedacht, noch ein Plakat aufzuhängen. Wir wollen ja schließlich hier was verkaufen. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ja, genau. Gut. Also, dann überspringen wir das jetzt hier. Zum Morgengrauen springen. Wieso habt ihr die Pflanzen nicht gegossen, ihr Trottel? Gut, jetzt müsst ihr es dann aber auch bald schaffen, dass wir hier einen weiteren Zug bekommen können. Ich fürchte fast, diese Größe für diese Räume ist einfach schlecht. Die brauchen alle zwei Felder, also eins und zwei. Und wir können jetzt nichts mehr in die Mitte stellen und verschwenden im Prinzip einen Platz. Das ist blöd. Sehr blöd. Na gut, vielleicht oder zur Not müssen wir eben noch einen da aufstellen, hier daneben.
So, jetzt kann man gleich den Zug wieder rufen. Noch 5 Pendler und dann bekommen wir die nächsten Anleihen. Ach, da sind sie ja schon. Okay, gucken wir mal, ob da jetzt irgendwas geht. Nein, noch eine Anleihe. Och. Okay, noch 24 Pendler. Oder wir gucken hier mal eben so ein bisschen durch, was sich sonst noch alles lohnen würde. 6 Waggons, ach du meine Güte. Lager. Okay, das ist mir gerade gar nicht ganz klar, was das bedeuten soll. Okay, also ich denke, diese 49 Anleihen, die wir insgesamt verdient haben müssen, brauchen wir einfach, das ist so eine Schwelle, um danach wieder was anderes freischalten zu dürfen. Ach komm, darf ich da nicht draufklicken? Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Zweiter Bahnsteig, vielleicht auch nicht schlecht. Ist natürlich die Frage, ob das was hilft, die Pendlerstelle wegzuschaffen oder ob dann einfach noch mehr Pendler kommen. Okay, gucken wir so ein bisschen durch. Mittelgroße Pflanze, Straßenmusiker. Oh Gott, Aquarium, Statue. Okay, ja, das ist ja schon mal ganz cool. Karte kaufen. Bank. Okay, das ist ja alles sehr cool. Ich bin gespannt. Das heißt, wir können die Sachen, die Anleihen ruhig ausgeben jetzt im Moment. Das ist wahrscheinlich gar nicht so teuer alles. Wir brauchen nur einfach diese, wir müssen einfach nur diese Schwelle erreichen. Okay, was können wir denn hier noch Nettes bauen? Ah, erstmal den Zug holen. Werkzeuge. Da haben wir gerade schon alles. Hilfstablett. Okay. Handel. Lebensmittel. Plakatwand. Blumenstand. Kiosk. Okay. Ach, mein Gott. Geldautomat könnten wir dann demnächst kaufen. Telefonzelle. Oh, wo soll das denn alles hinpassen? Da ist auch kein Platz hier. Die sieht aber echt ein bisschen unglücklich aus. So, jetzt müssen wir hoffentlich die Pendlergrenze überwinden können. Hallo? Ah, so. Wir können auch einen Kontrollraum bauen. Ich habe ja wirklich genug Geld mittlerweile. Vielleicht bauen wir den einfach hier hinten dran. In den Kontrollraum können wir ein Signalrelay reinstellen. Oh, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Guck mal. Ah, geil. Zu zahlen allein. Okay, das ist ja wirklich nicht teuer. Ein Nagetierproblem? Bitte was? Wie, was Nagetier? Flüchte. Oh mein Gott, was passiert hier? Stopp. Ein Pendler ist in deinem Bahnhof in Panik geraten und flieht. Nagetiere, Blut, Leichen, oh Gott, und Schlägereien machen den Pendlern Angst. Wenn sie zu viel Angst bekommen, werden sie fliehen. Fliehende Pendler erzeugen einen negativen Ruf, können Pendler in der Nähe zum Fliehen veranlassen und können Pendler in Ohnmacht versetzen, wenn sie in sie hineinrennen. Mitarbeiter können panische Pendler beruhigen, indem sie sie leiten, wenn sie das Megafon ausgerüstet haben. Okay. Gut zu wissen. Also, wir haben ein Nagetierproblem. Da drüben ist unser kleiner Nager. Ich würde sagen, das ist unser Maskottchen, kein Nager. Okay, da müssen wir wohl was gegen tun. Oh Gott, so viele neue Sachen. Hilfstablett, Mob, Rattenstab. Nagetiere befallen schmutzige Bahnhöfe, erschrecken die Pendler und machen sie traurig. Vernichte sie mit diesem Kit. Na klar, her damit. Auf geht's. Packen wir das auch gleich da rein. Im Pausenmodus, sonst vergesse ich wieder alles. Rattenstab. Okay. Da passt das hin. Wie, was, Strom? Ich bitte dich. Okay, dann müssen wir jetzt einem zuweisen, dass er das macht. Das kann unser neuer Mills machen. Wo ist das Ding? Rattenstab. Ja. Megafon hat Priorität 2.
Okay. Gut, es geht weiter. Weglaufen. Ja, komm, Mäuse gehören dazu, oder? Achso, wir müssen vielleicht gucken, dass die überhaupt dahin erreichen. Wo ist er denn? Unser Milz. Ach, der kann das gar nicht erkennen, das Problem. Ah. Was ist da los? Oh, Zugrufen. Genau. Oh, genau, wir gucken mal nach dem Zug, ob der. Ah, Hilfe! Okay, gucken wir mal. 4 Stück kostet es. Egal, her damit. Ich hoffe, dass der Zug da reinpasst. Oh, bitte pass da rein. Was ist da los? Achso, wir müssen unseren Milz da hinbringen. Wo ist er denn? Da ist er. Ich hoffe, er holt sich jetzt den Rattenstab da hinten. 3 Ratten. Was ist da los? Oh mein Gott. Toiletten. Die wollen Toiletten? Was ist noch alles? Ah, da kommt er mit seinem Rattenstab. Oh shit. Was passiert hier? Oh mein Gott. Ah, Hilfe, überfüllt. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob da ein größerer Zug kommt. Nein! Ich glaube, da passt doch kein größerer Zug hin. Ja, das ist ja scheiße. Also, das ist wirklich Mist. Kann man sich doch irgendwie noch vergrößern hier? Vielleicht. Keine Ahnung. Das will ich mal eben rausfinden. Geht nicht mehr. Also ich habe gerade mal ein bisschen geschaut, ob ich irgendwas rausfinden kann, wie man diese Plattform verlängert. Aber ich habe nichts gesehen, nichts gefunden. Bewegbarkeit, Verkaufswert, rechte Maustaste. Okay, weniger kann man schon machen. Mehr aber nicht, ist wahrscheinlich einfach zu kurz. Shit. Also das ist ärgerlich. Kann man sich irgendwie vergrößern? Das muss bestimmt irgendwie gehen, ich weiß auch nicht wie. Keine Ahnung wie. Na gut, da muss er erstmal damit klarkommen. Leider, jetzt habe ich die Anleihen ganz umsonst ausgegeben. Ah, was habt ihr denn für Probleme alle? Oh mein Gott, Hilfe, ich bin überfordert gerade. Okay, gucken wir mal eben kurz, was die hier haben. Überfüllt, trübsinnig. Keine Toiletten. Okay, für Toiletten können wir vielleicht sorgen. Gucken wir mal. Oh Mann, Mann, Mann. Treppen können wir jetzt auch bauen. Zweiten Bahnsteig. Okay. Level 1 Karte. Damit die sich nicht verlaufen irgendwie. Ah, Toiletten. 5 Anleihen kostet es. Okay, gut, dann wollen wir mal schauen, wie das aussieht hier. Toiletten. Aha, die müssen wir einfach irgendwo hinstellen. Oha, 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 da wird es knapp. Aber ich glaube, wir können einfach den Bahnhof ein bisschen vergrößern. Wir haben ja wirklich eigentlich genug Platz hier. Eigentlich. Ist die Frage, ob wir die hier im Bahnhofsbereich haben wollen oder hier weiter außen, also im Gleisbereich oder weiter außen. Puh, keine Ahnung, ich glaube, hier stehen die gerade eh schon so rum. Aber so. Es ist so ärgerlich, dass wir das nicht vergrößern können. Das ärgert mich gerade wirklich. Aha. Achso, hier geht's, weil das ist ja nur eine Blaupause. Ist noch nicht fertig. Okay, also gut, dann bauen wir da mal eine Toilette hin. Das ist aber teuer, hey. Ich glaube, die muss er freistehend machen. Also, er ist doch schon so gedacht. Okay. Muss wahrscheinlich auch ein Mitarbeiter sagen, dass er sich drum kümmern soll. Oh Mann.
Unübersichtlich, Hilfe. Okay, also jetzt haben wir da eine. Noch eine? Ach, nee, das reicht erstmal. Okay, aber guck mal, ob es vielleicht noch andere tolle Sachen gibt. Level 2 Mülltonne. Kann bis zu 13 Stücke aufnehmen, bevor sie in einen Rollcontainer nehmen. Bevor sie in einen Rollcontainer entleert werden muss. Pendler, die hier sitzen, erhalten eine mittelmäßige Erholung. Zumindest ist es kein Metall. Okay. Vielleicht kaufen wir mal sowas hier mal. Zwei Anleihen. Wo mag das wohl sein? Einrichtung. Eine Karte. Sehr gut. Muss auf einer Hallenwand platziert sein. Ah, dann packen wir so direkt her den Eingang. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, hier noch eine hin. Oh Mann, Hilfe. So, hier noch eine hin. Also, jetzt muss aber wirklich jeder Bescheid wissen hier, wie es geht. Was machst du denn da, Mills? Oh mein Gott, hier sind viel zu viele Leute. Oh, 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 der Zug ist kaputt. Kümmert sich da jetzt jemand drum? Bennett! Wer muss das machen? Molly muss das machen. Und der ist hoffentlich unterwegs. Ah, na gut, okay. Ach, das ärgert mich jetzt immer noch, wirklich. Oh, das war's. Das habe ich mich gerade so ein bisschen eingelebt. Okay, gut, dann haben wir so ein bisschen Zeit, um hier noch so zu gucken, was es sonst noch so zu tun gibt. Mittelgroße Pflanzen, Werkzeuge. Level 1, Tropf. Rüste Mitarbeiter mit einem Tropf aus, damit sie Pendlern mit einem Hitzeschlag helfen können. Okay. Okay. Handel. Geldautomat. Chipsmaschine. Oh, sehr gut. Zu zahlende Anleihen. Der Bahnhof wird viel zu klein. Viel zu klein. Okay, packen wir den mal noch irgendwo hin. Achso, Handel. Das wird unter Handel zu finden sein. Ich habe ja schon jede Wand vollgepackt, die man hier sich hier vorstellen kann. Braucht mehr Kraftstoff. Okay, liebe Leute. Ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um aufzuhören. Wir haben hier ganz gut durchgeschafft, sind auch recht weit gekommen. Morgen machen wir auch gleich weiter. Vielleicht finde ich auch irgendwie noch raus, wie wir diesen Bahnsteig verlängern können, weil das ärgert mich so unglaublich. So, ja, wunderbar. Also, mir macht das Spiel wirklich Spaß und ich sehe schon, es gibt hier echt viel zu tun. Ich müsste das eigentlich noch wahnsinnig erweitern. Und habe keine Ahnung, wie wir das alles da reinbekommen sollen. Aber gut. Es wird alles werden, denke ich. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis morgen. Eure Lucida.